Hello everyone, so this is Nerim, it's a total conversion for Oblivion. This is a let's play, first episode, and let's go. So, good enough. Sure. Okay, so now I need to find a torch, I guess, before I can move. That's not a torch. That's a pickaxe, okay. God, she's ugly. Well, hopefully the menu stays the same. Oh, I have a torch. Navarte, du Biest! Und wie hat dir das gefallen, hä? Danke für das Licht. Das hat ihn geblendet. Diese Mistviecher haben was gegen Fackeln. Vielleicht haben wir so eine Möglichkeit, aus dieser Hölle wieder herauszukommen. Oh, ach ja, ich bin Celebro. Ihr habt da auch eine hübsche Beule am Kopf, wie ich sehe. Schöne Schweinerei. Nasty bumble irgendjemand in my head. Hat uns niedergekriegt. I think that's an understatement. Oder besser gesagt, irgendetwas. Und wie es aussieht, haben wir jetzt ein Problem. Diese Bestien hier betrachten uns wohl als Futter. Das jedenfalls würde die ganzen Toten überall erklären. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Bevor noch mehr von diesen Ungeheuern aufkreuzen. Zum Glück habt ihr eine Fackel, so finden wir den Weg. Die Trolle haben uns hierher gebracht. Demnach gibt es auch irgendwo einen Ausgang. Oh, wenn ich herausbekomme, wer für diesen Brief verantwortlich ist, ich sage euch. Yeah, it's obvious he got the letter, so. Ihr erinnert euch wohl an nichts mehr, wie?
Nun ja, ich denke, ihr habt einen dieser Briefe bekommen, seid der Einladung gefolgt und habt das Bergwerk betreten. Und dann haben die Trolle euch von hinten niedergeschlagen und tief in die Minen hineingebracht. Mir ging es nicht anders. Really? I have to ask him this? Ja, habe ich. Genauso wie ihr, vermute ich mal. Der Verfasser war anonym. Die Nachricht lag einfach vor meiner Haustür. Es hieß, ich solle mich zum Bergwerk westlich der Abtei Tirin begeben. Als ich den verlassenen Stollen betrat, wurde ich von den Bestien niedergeschlagen. Mit euch haben sie dasselbe gemacht. Dann bin ich hier wieder aufgewacht. Es scheint, als ließen diese Bestien ihre Opfer am Leben. Zumindest so lange, bis es ihnen danach gelüstet. Das hält das Fleisch frisch. Was rede ich da? Beim Schöpfer, diese Situation geht mir gehörig gegen den Strich. Und ihr seid auch wegen dieses Briefes hier, ja? Mir scheint, als hätte uns der Verfasser mit Absicht hierher gelockt. Wenn ich je herausfinde, von wem dieser Brief stammt. Aber zunächst müssen wir hier raus, nicht wahr? Also ihr solltet mit der Fackel vorgehen. Ich gebe euch Deckung. Dort liegt ein Dolch auf dem Boden. Den solltet ihr mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir in diesem Stollen stecken. Aber diese Mine war sehr ertragreich und ist somit alles andere als klein. Reden wir nicht so viel. Nicht, dass sie uns hören. Okay, where is the dagger? Okay. Well, to be honest, we deserve this. I mean, it's not a good idea to receive anonymous letter and to go into a troll-infested mine alone and then actually do it. Okay, let's do the girl. Let's put it on one. And it was a troll. I have this dude to use as a meat shield. Let's loot it all. How much are these worth? Didn't pick any yet? Two gold. Yeah, I don't think it's worth it. Oh shit. Kill him. Well, I hope that guy is immortal. Hey, I even get XP for this. That's nice. Schnell. I think we have plenty of time. Okay. I wouldn't call this a puzzle, but I do have a pickaxe, right? Sharpened pickaxe.
Well, let's see if sharpened pickaxes work too. Oh, there is a normal one. But let's see if the sharpened. No, I need this. I need this one. Five gold might be worth it. So looks like in this game you can only use blunt pickaxes to mine. Interesting concept. I didn't need a torch anymore. Hey, there's a shovel. Oh, cool. I have a shovel and I can dig graves. Awesome. Gold nugget. Wow. I really hope I won't be over encumbered. Encumbered? What's the word? I hope I won't wait too much when I leave this dungeon. Encumbered, I think it is. Yeah, one of the reasons I do this is to train my English, so excuse my shit accent. Activate with E, but how do I just grab it and don't put it in my inventory? That's the question. Oh, grab with G, okay. These are not default controls. I actually played this mod way back, I don't know, 10 years ago. Well, I suppose it was released 10 years ago, so maybe like 8 years ago. And I just copied the installation folder from my old hard drive, so yeah, this is how it is. It's a bit modded, but mostly visual, so at least I had easy installation. Ah, let's go this way. Oh, so this was just a secret area. Well, not so secret, but just a place to find some loot, I guess.
Oh. It's classic Oblivion. Or, you know, just Bethesda. Battle music and nothing around. Do I have any? Oh, I have the healing spell. Do I have any others? No. I have some scrolls, but yeah, that's good money. That's a troll. Kill him. I get the XP anyway. Only 10 though. Well, I don't know how much 10 is, but doesn't sound like much. Oh, some armor. Let's use that. I mean, it could have been worse. I think even with modded Oblivion engine, it's really hard to create something that looks human. Okay, boots, gloves. Yeah, I'm gonna get rid of this. Wait, how do I... I forgot how to throw things on the ground. I'm going to get rid of it because I don't... I would forget it in my inventory for sure. So... with shift? Yeah, with shift. Okay. Well, a bit skinny. Be there. I don't know, the trolls seemed kind of easy for now. As long as I have this, well, whoever this guy is. Celebro. That's a big mine. Let's try that way first. Or it's just a potion here. Nothing. Disappointing. Okay. Oh shit. At least I get to train my restoration.
Oh! Well, died, level 1, barrel to the face. Good job. I just ran into that one. Why do you have freaking barrels on a rope in a mine? Seems the troll suffered the same fate as I did. Lever seems broken. Kill him. Filthy beast. Okay, I'll help. Yeah, it didn't seem like I was helping. Move. What should this one worth? Stinghorn. One gold? Fuck that. Restore Magicka though. Useful. Claim. Thank you. Very much. Seht, dort vorne ist Licht. Vielleicht befindet sich dort oben ein Ausgang. Wartet einen Moment. Okay. Der Schöpfer wird euch strafen. Yeah, something tells me I need to run now. Strongle troll with a black fur. Well, this was much easier. I think I could have killed it though. It didn't even touch me. Noob troll. Yeah, I don't know how people play video games without beer. I mean, it doesn't look like this mine was
abandoned too long ago. Seems pretty functional to me. It even has killer barrels sliding through lifts or elevators or whatever. Oh shit. This? Okay. Fuck you! I'm frozen. It's probably a good thing because. Oh, warte doch! Sie verfolgen mich! Ihr müsst warten, ihr müsst mich mitnehmen! Nein! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Yeah, I'm betting on the troll. Oh shit! It ran on the ropes? Fuck. Nah, I can take him. What? Yeah, I don't think I can. Okay, let's run. Here? Okay. Can you follow? Oh shit. Close. Door locks behind me. Locked it. I'll fuck you again. 60 gold, nice. Oh, so the troll is terrified of fire, and there is some sort of trap set up for him. His skin begins to shimmer, I think, if he comes near to a torch, so... Should have just whipped up my torch and... You'd be GG. Maybe. Yeah, I think I'm starting to remember this one. You're supposed to put few torches on a pedestal and trap the troll in between the holders or pedestals or whatever. Places where you put the torches on. So, some torches in the box on the shelf. Well, which shelf is that? Well, okay. So, seems the torches are glowing, so... To get them done though. Alright, so lever. Thing. This one. Okay. Easy. Okay. And now the door unlocks. It could have been at least a key or something.
Ah, okay. I remember this part. I should have been fighting those trolls before, because I would have some more points to put in, but oh well. This isn't like Oblivion, where everything's cursed with you, so shouldn't be a huge problem. I'm going for a Spellblade, so yeah, let's put 2 Intelligence and Willpower. Maybe go for speed too. I like to run circles around my victims. Always fun. Actually, let's see some boobs. At least you'll find some. Useful armor. I mean, the face is horrible, but other than that, it's all right. Bit too skinny, but oh well. Eating key is probably from this gate. Yep. A shit trap. Arrows. Was there a bow somewhere? Might actually ditch the Spellblade and go for Stealthy Archer with some spells. Archer is a lot more fun than in Skyrim, because there's nice drop mechanics, nice ballistic curve to the arrows. Always found it satisfying when I hit something in, you know, Oblivion Engine. Hello. Let's go for the pickaxe. Better. What's the difficulty anyway? 60. Well, let's keep it there.
this one come from? How much are these worth? 3 gold. Yeah, that's worth it. Increase my acrobatics. I think this is too much mana or magicka, so I just stick with this one. Where's the torch? Beer, wine, just what I need. Brandy. Let's get shit faced. I need some armor. This is useless crap. To show my boobs to everyone when I hopefully get out of the mine. I have graves. All one armor. Well, at least it's all light armor, which is what I'm going to go for. Just so I can run faster. Well, nothing to see here. Oh, these are the spiky things that die me on, kill me on contact. Let's try. Yeah. You gotta love those.
fall. Still no top armor. I don't matter. Doesn't mind. Oh, I don't mind. It doesn't matter. I mean, two boobs isn't what I'm ashamed for. It's the face. Look at that. Oh. It's like Asian aliens. Well, let's go. Right, the meat was only 2. Yeah, it's not worth it. I need space for red mushrooms. Is a bit tougher than the trolls. Hi-ya! Not much though. Ah, human skin. 5 gold. I'll take it. Thank you. How many of these do I have? 68. Well, hopefully I can buy something for this.
Oh shit. Oh. Oh, this guy has even more HP. Though he's slow and he can hit shit. I think he doesn't see through all the flames, so easy pickings for me. Shit. Unless I get stuck. It's only 0.1 weight, so probably worth it. Oh, so I don't think that there is actually all 100 of the symbols accounted for. At least there wasn't when I first played this, you know, 8 years ago or so. And I played it pretty thoroughly, and I think I found like 70. Yeah, the memories are coming back. I still have a really good time with this game. It picks up after the, you know, first dungeon. After I collect all the red mushrooms. How many do I have? 131, nice. I'm a rich girl. Come on, noobs. Oh, this is gonna work. Noob. It's better if I use the pickaxe. Yeah. So I at least, yeah, increase my skills. Always nice. Greens. Oh, there's only 2 gold. Not worth it. They did seem a little smaller. I'm killing babies here.
Well, I don't care. I mean, troll babies are still trolls, so fuck trolls. Too easy. Oops. Oh fuck. Well, very tired that hit me. The others were one hit, and when I say die, he lives. Fuck me. Oh, it's a big one. Okay. Still small for my enormous, well, pickaxe. Ain't got no balls. It's okay though, boobs are better. Okay, there's a rat. Oh, I think that's the letter I received as well. But I haven't read it before, so let's read it now.
In 2 days at dusk, you will go alone into this disused section of the Shadowsong mine, where I will meet you. This mine is located blah blah blah. Well, that's a dumb idea. I mean, you have to be really stupid to follow this. Do I have it too? Parchment, no. Thorn note. Okay, that's the one with the... Oh, I only have one of those. I guess I didn't have it in my inventory. Well. Yeah. Easy. One... Only one... experience. Fuck me. So this guy just teleported here to save me. I mean, he could have, you know, teleported me out or something. Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. He looks angry. Nun, mehr oder weniger. More or less. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun die einzige Überlebende. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden, ein... Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen. Und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen, seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Okay. Ihr habt auch einen bekommen. Ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten. Und noch wenigere wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt.
Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab, denn wenn ihr tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden und damit eure eigene, wenn ihr versteht. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl, ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Dann kommt in das Magiersanktum. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier, nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem, meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg. Und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch. Well, I'm special. Yay. Not only I can do magic, but I'm also the only one that survived the mine. Which I suppose makes me the least dumb. The dummies that came in here. Yeah, I have to try it anyway. Ha! Worth it. Oh yeah, I should... Yeah, I think that's the end of the first dungeon, so I should make a new save. Nothing here. Oh, let's get rid of the torch. This looks much better than I remember it. So I played it on a potato PC. And also this is modded with high-res textures and... Yeah, this looks pretty awesome actually. Fuck yeah! Let's explore, loot. Conquer this land and pick mushrooms. I mean, the music in this mod or game, I suppose, is definitely at least on par with, you know, Oblivion and Skyrim and the main Bethesda titles.
That's a spider. Let's kill it. And it's ice claw. Nothing. Freaking spiders. Oh, I can't catch it. Come on. Ah. Probably not worth it. I sense a secret. Oh, this is clipped. Oh, of course it is. Well. Bleib zurück! Niemand darf das Tor passieren! Yeah. How about being more friendly? Hey, wenn ich dumme Sprüche brauche, werde ich Bescheid sagen. Aber jetzt habe ich ernstere Dinge zu tun. Magier! Die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald zurückziehen. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Also, bleibt dem Tor fern! So mages attacked. They should be my friends. Hey, there's a boat. Seid ihr gerade von da oben gekommen? Da ist doch nur die alte Mine. Ihr habt euch sicherlich verlaufen, stimmt's? Nun ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Vorerst kommen wir von hier nämlich nicht weg. Die Wachsoldaten haben die Tür verschlossen und wollen sie nicht wieder aufmachen, bis diese Magier da draußen weg sind. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen, ein wenig ehrliche Arbeit und ehe ihr euch's verseht, ist die Belagerung auch schon vorbei. Bei meinem Vorgesetzten Merre gibt's immer was zu tun. Er ist da in der Mine hinter mir. Soll ich euch hinführen? Yeah, I can find Wenn ihr meint. And fuck off. For him. Okay. Fuck off. I want to loot this.
Goddammit. Was ist los? Es war mal eine der größten Minen im ganzen Land, wisst ihr? Aber das ist lange her. Jetzt ist hier fast nichts mehr zu holen und die meisten Stollen stehen leer. Bald schon werden auch ein paar Bergleute uns etwas anderes suchen müssen. My blunt pickaxes. Sowas gab es hier noch nie, aber ehrlich gesagt hat es mich auch nicht überrascht, dass diese Leute da plötzlich aufgetaucht sind und die Wachen nur noch geschrien haben, dass sie das Tor verrammeln müssen. Man hört doch Geschichten, nicht wahr? Diese Magier machen überall Ärger, im ganzen Tal. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass sie zu uns kommen. Yeah, pretty soon I'm going to be the mage that's causing trouble, so... You better get on my good side. I tried to loot it anyway. See what happens. I mean, it's just a gate, it's not like I'm entering any place, so. Oh. No, my mouse got stuck. Easy. Now it isn't red. Okay. I guess this is free then. It's light armor. Ah, but it does. Well. Whatever. At least I'm not showing boobs to the world. It's two armor. Okay. What? That's cheating. I'm going to pick these mushrooms and sell it to him. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? I'd like to crack some jokes. Possibly threaten you a little bit. Okay, so he likes this and this. You don't forget these skills, it's too easy. Let's go for... 80%. Okay, fine. 77. Asshole. 75. Well, good enough. I'm gonna keep this one. What is he selling? Yeah, this could be actually useful.
Better than the... Yeah. I'd rather be dressed in fur, like a proper furry. Gonna wear all this. Let's keep these for now. I don't want to sell this one. I want to eat it. Oh, he only has 95 gold. Shit. Well, that's 3 gold for one, so I can do like 30 of them. 31. Oh shit. $680, nice. This is how you make monies. Well, nice gold. Those could be useful. Let's keep 3 of them. So I remember that it's very nice to learn hunting because you can sell the skins for a lot. Oh, that's a furry. Furry. It's a furry. English is hard. I mean, it's really simple, but it's hard to actually speak it. Catching sunlight. So this is the guy that has some employment for me. Glück auf! Ich bin Merra und hier für das Verladen der Grubenfässer zuständig.
Ich vermute mal, der gute Porim hat euch hierher geschickt. Yeah, fuck Porim. Ja, ja, er tut eben alles dafür, alle möglichen Arbeiten auf anderer Leute Schultern abzuwälzen. Ha, aber egal, irgendwo kann man ihn ja auch verstehen. Nun, da wir ja momentan hier festsitzen und uns diese Magier da draußen gewiss nicht gehen lassen, könnt ihr gerne mit anpacken. Wie schaut es aus? Sure, why not? Gut zu hören. Wir hätten nämlich ein kleines Rattenproblem. Ach. Jetzt schaut mich doch nicht so an, verdammt nochmal. Of course we do. Sehe ich etwa so aus, als würde ich kreischend auf den nächstbesten Tisch springen, sobald ich eines dieser Mistviecher sehe? Ich weiß, was ihr denkt. Oh ja. Ihr denkt euch, dass es sicherlich kein Problem für euch ist, ein paar kleine, possierliche Grubenratten zu erlegen. Aber ihr werdet dort nicht einfach hinlaufen und ein paar Mal mit eurem Schwertarm herumschlagen können und dann ist alles erledigt. Die Dinge hier verhalten sich etwas anders, als ihr es vielleicht von anderswoher gewohnt seid. Aber es ist unmöglich, mehr als zwei von ihnen zu erschlagen. Denn danach haben sie sich sofort wieder verkrochen und sind unerreichbar für mich oder für euch. Man müsste irgendwie die Löcher verschließen, in die sie flüchten. Ich habe keine Idee, wie man es anstellen könnte. Wenn ihr es aber schafft. Nun, ich würde natürlich auch eine kleine Belohnung springen lassen. Klein, aber fein. Glaubt mir. Also dann, der Stollen befindet sich rechts hinter mir. Verschließt irgendwie die Löcher und bringt den Rest der Brut auf die altbewährte Weise um. Okay, so I need to seal holes, red holes. Money for me. Here we go. Let's pick the rats. Pick the rats with my pickaxe. Hey, they don't give an XP. Yeah, and so they keep spawning, of course. Just as the guy told me. At least I can sweep them away like this easily. He tell me to plug the holes somehow. Eliminate the rats in the rear part of the mine. However, this will not be easy. If I kill the rats, more will come. Somehow I have to seal the holes. Okay. Large stone brick. Okay. Easy enough.
Get in there. Der Ziegel something. Yeah, my knowledge of German is really poor. I was hoping to pick up something from playing this again, but I don't think I will. Scary. I'm curious what he'll give me. Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Da habt ihr euren Lohn. Aber wenn ihr noch etwas machen wollt, Moment, hört ihr das? Das ist Karin. Was hat der denn? Hey, Level. Ihr, könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Riesenproblem auf meinem Kopf. Ein Helmproblem. A huge problem on my head. Yeah. I mean, that is a problem. Ja, genau, ein Helmproblem. Und ich krieg dieses verdammte, alte, enge, verrostete, stinkende Etwas nicht mehr. Ich hab ihn beim Arbeiten in der Mine gefunden. Und ich dachte, ich teste ihn mal. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ein Helm so tückisch sein kann. Na, sei's drum. Jetzt steck ich fest und es stinkt mir gewaltig hier drin. Ich bitte euch, helft mir. Sucht etwas, womit ich meinen Kopf hier herausbekomme. So this guy has a helmet, it smells, and he wants it off. I can't blame him for that. Karik's helm problem. The desperate Karik told me that he found the helm in the mine. He curiously tried it on. But shit happened. Well. Oh je, da scheint sich der gute Karik ja mächtig verzettelt zu haben. So ein Helm ist sicherlich unangenehm. Wir sollten versuchen, ihn rutschig zu machen. So. Wir könnten es mit Seife versuchen. Maybe some soap would help. Oh je, da scheint... Die Luft hier drin stinkt, es drückt und ich kann nichts machen. So beeilt euch doch bitte. Mer or Porim? Yeah, I guess I'm gonna have to talk to Porim. I don't like Porim though. Let's level up. Level up. It would be endurance, strength. Nah, fuck that. Agility, maybe. I think I'm gonna go for both, to be honest. It's just so satisfying to snipe something. I'm gonna start out with a bow and then continue with probably just pure magic. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. No. Give me soap. Well, lockpicks at least. Or, okay.
better than nothing. Where the fuck is Porim? Before he just... the asshole just couldn't leave and now he's just gone. Do you have soap? Ich sage euch, bleib... No. Fucking Porim. Is he in the mine somewhere? Oh. Was he here all the whole time? He wasn't here before, what the fuck? Ja, was ist los? Get me so... Seife? Die haben wir hier, klar. Ist doch schließlich ein schmutziger Beruf. Schaut mal nach, ob in den Kisten beim Tor noch welche ist. Actually I didn't read this, but... what's here? Guards at the gate should have... yeah, should have some knowledge. So let's go back for soap. And increase my acrobatics while I'm getting there. Always nice to do. Was wollt ihr denn schon wieder? Soap. Seife, was? Geht es euch noch gut? Wir werden belagert, verdammt! Und ihr fragt nach Seife! Verschwindet! Just want soap, man. Aber glaubt nicht, dass ich diese Magier auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, nur damit ihr euch waschen könnt. Verschwindet! Mages could be of use. If I provoke them, so they fire at the wall, the soap will fall off. Okay. Well, I shot them before, it didn't work, but let's try again, I guess. I don't have any ranged spells, no. I have fireball, but I don't want to waste the scroll. So let's see if it works now. Mist! Volle Deckung! Sie schießen mit Feuerbällen! Bringt euch in Sicherheit! I did this before. They were cheating. The arrow just went through them before. So the soap is... yeah, I think I can sell 10 of those. Hopefully one will be enough for the... ich bin gerade auf der Durchreise. Smelly helmet. Aber wenn ihr möcht... those are some... seriously sparkling eyes. Look at that. I guess it's just HDR with all the mods. It's making stuff shiny. Ja, was ist... I don't care. Habt ihr etwas gefunden, das mir helfen... yeah, soap. Ihr habt Seife. Gebt her, schnell. Was für eine geniale Idee. Ah, das ist gut. Es wird klappen. Ich werde...
diesen Helm gleich abbekommen? Bloß weg mit diesem Helm. Denke, ihr verdient eine Belohnung. Seht her, was in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ich schenke es euch. Was will ich auch mit so einem roten Stein? Well, I mean, it is modded, so... But that hair is... Oh boy. Where's the helmet? I thought he gave it to me. Bro, give me the helmet. Ohne Helm auf dem Kopf fühle ich... I don't have it. Ihr wollt etwas zu tun haben? Vielleicht könnt ihr Morten, dem Wachsoldaten am Tor, unter die Arme greifen. Was denn? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Keine Ahnung. Ihr könnt... Okay. Talk to the guards again. Asshole. They don't even give me the helmet. No. No helmets here. Was wollt ihr denn schon wieder? Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Wer weiß, was dort... Search for something that can reinforce the gate in the upper mine. Which I think was the one I passed when I went from the first dungeon. So let's look at the map. Shadowsong Mine upper entrance. Yeah, I think that's this way. Let's use the bow. Can use the training. Well, if I can actually see something. That's a spider. Scary freaking spider. Dire. Come on. Oh. Really? Cheating. That's good. They sell the torches. No. The spider.
Red mushrooms are good. Red mushrooms mean money. 3 gold for 1 red mushroom. Oh, I was here before. This is where, yeah, I think I need to go back. It's a stuck spider. Fuck you, spider. Oh, come on. Really? Are rats. Well, I can hit those. Come on. I should have kept the dagger. Can't see shit here. Pickaxe, bro. I guess it's a good thing that I can't mine with the sharpened pickaxe, because those are actually useful. I think I'm gonna go for the fireball scroll. Skinning book investment is already paying off. Let's kill the other one if I can find it. Oh, it's killing rats, okay. Oh, I killed the rat, but the wolf is still somewhere. Oh. Okay, cycle the wall. Another one. There's 2 of them. Cannot see shit.
doggies are scared now. Results shouldn't attack. Where is it? Really? I broke two pickaxes. Shit. Where's the freaking dog? Or wolf, I suppose. It's just gonna run from me till I corner it. Or till I shoot it in the ass with a bow. Yep. Easy. little beer burp. Sorry. Why am I here again? Alright, I was looking for something to brace the gate. Well, nothing here, I guess. Just a bunch of rats and a skeleton with nothing to brace the gate. This way, I guess. Two spiders. Let's train my archery. And get stuck. What did I take? Did I just pick up a break? Yep, I did. I don't want this either. I don't need any cups. I can drink from the bottle. Shovel, okay. Am I supposed to brace the gate with a shovel? Or they have a shovel? I have four of them. Wow. I found two solid looking shovels.
I guess the 4 shovels I had before were just not solid enough. I don't think I'm reading that. I think I'm going to roleplay an illiterate character. That's a nice view. Let's check what's there. Absolutely nothing but clipped walls. Monk shot? What? Monk shoot root pulp. 3 gold. It's fully worth it. We can save up for another hunting book. Die fahrenden Händler. Let's take the fur boots. So I'm a proper furry. Only missing the fur gloves. So I guess only, yeah, not a proper full furry. I think I can sell a few of these. Let's keep 5 on me. Bread, no. Spider silk, no. Yeah, that's the book I'm never gonna read. Soul Trap, probably not. Teleport rune. Now let's keep these. What are the hunting books again? Teeth removal. I need a bit more. Let's go for teeth extraction. Everything has teeth. I need to sell some shit though. Let's sell 2 shovels. Both hammers.
How much was it? So, maybe I can get a better price. He likes me more now. Let's try 76. Torches. Yeah, I think I'm gonna pick up new ones anyway, so. Spoon, nah. I'm not going to craft anything, don't need this. Standard health potion. Fine, I'll sell the health potion. I have 15 learning points. Time to learn shit, like teeth extraction. Yep. Yeah. Well, the engine is too old for God Rays. I'm sure there is a mod for it, but good enough. Ho 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 ho! This guy got wrecked. Okay, it's kinda scary though. Okay. Come on, you're supposed to be friends. Okay. I can do magic too, man. Save me. Oh, it's not worth anything. Can't loot the guard. Sucks. I should stop by the mine to talk with Porim before I go. Nah, fuck Porim. I don't like that guy. So I need to travel to Abbey, and maybe I should stop by the mine to talk with Porim before I go, but I don't like Porim, so fuck Porim, and I just move on without him. It says maybe, so. Okay, sister in Abbey. Looks pretty close. This is where the sanctum is, I remember. Well, I'm looking forward to exploring this again. I love this world. Ich habe mehrere Leute sagen. Well, I think I'm gonna cut it. So this was Let's Play Narim, first episode. And see you in the second one.